Ich freue mich auch, dass ich da bin. Und natürlich war das auch was Schönes. Und ich glaube, das kann man im Englischen wirklich immer schöner sagen. To celebrate and to honor. To celebrate, ja. Das ist gut. Das ist ein gutes Wort. Guten Abend. Da schwingt ein Kammerton in unseren westlichen Gesellschaften, zielgerichtet, unentrinnbar, nicht sehr laut. Er durchdringt unseren Alltag, unseren Konsum, unsere Wünsche und Träume, unsere Geschäfte, unsere Willensbildung, unsere Entscheidungen. Eingestimmt werden wir auf die Verknüpfung von Big Data und Big State. Aber noch hören die meisten kaum hin. Anstatt Misstrauen zur höchsten Bürgertugend auszurufen, unterwerfen wir uns einer Update-Diktatur von kommerziellen Netzriesen, genauso wie dem Schnüffelwahn von Staaten. Vielleicht keimt da ein ganz neuartiger Totalitarismus heran und wir haben schon aufgegeben, ihn erkennen zu wollen. Liebe Clement, darum, meine Damen und Herren, liebe Jurymitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leute, es ist gut, hier zu sein, genau hier zu sein. Wir teilen nicht nur ein ähnliches Verständnis von Machtmissbrauch und demokratischer Gegenwehr, wir definieren die Bedeutung der Späh-Affäre als das, was sie ist, historisch. Die Enthüllung der NSA-Aktivitäten, die Diskussion über die Zukunft der Privatsphäre in einer digitalen Gesellschaft sind ein Wendepunkt und niemand wird später sagen können, er habe von der schleichenden Erosion der Demokratie nichts mitbekommen. Edward Snowden hat Politiker, Diplomaten, Juristen und Geheimdienstler der Welt in Erklärungsnot gebracht. Er hat ein Schlaglicht auf die neue Balance zwischen Staat, Gesellschaft und Individuum im digitalen Zeitalter geworfen. Wer kontrolliert wen? Wer hat die Deutungshoheit? Wer oder was ist schützenswert? Wer sind die Profiteure von Data Mining? Warum machen Weltkonzerne so eilig einen Kotau vor den Diensten? Was haben sie wohl davon? Große Fragen, die wir ohne Snowdens Schritt in die Öffentlichkeit gar nicht stellen würden. Und jetzt? Ausgerechnet demokratische Regierungen reagieren mit Gesten der Vormoderne. Bestrafung, Zensur, Einschüchterung, Verächtlichmachung der Diskurse. Und Gesetze werden sinnentstellt. In dieser Logik sind nur regierbare Bürger gute Bürger, Untertanen eben. Das ist wahrlich ein Konflikt des 21. Jahrhunderts, verhandelt mit den Werkzeugen und dem Vokabular des 20. Die US-Administration, aber auch die deutsche Regierung argumentieren gern mit verhinderten Terroranschlägen. 50 Verhinderte in den USA, 5 hierzulande, die zum Teil partnerschaftliche Datenausbeutung der Dienste hätten Schlimmes abgewehrt. Mag ja sogar sein. Aber hat dann die Öffentlichkeit nicht das Recht, genaueres zu erfahren? Wie gefährlich waren die Anschlagspläne? Wie realistisch ihre Ausführung? Wären sie auch ohne PRISM-Software aufgeflogen? Das Bundeskanzleramt und das Innenministerium verkündeten allen Ernstes, Zitat, die NSA und der britische Nachrichtendienst haben erklärt, dass sie sich in Deutschland an deutsches Recht halten. Punkt. Und das soll mir, einer Bürgerin, in einer demokratischen Zivilgesellschaft die Sorge nehmen, dass ich ein Leben lang verdächtig bin? Nicht nur digital nackt, sondern verdächtig? Das soll meine Fassungslosigkeit beseitigen, dass vielleicht mit ausgespähten deutschen Handydaten amerikanische Drohnen Zivilisten in Afghanistan töten, ohne Gerichtsprozess, ohne Urteil? Und gibt es keine Sicherheitslage, keinen Terroralarm, dann bedient sich die Sicherheitslobby gern des schwammigen Begriffs des Staatswohls. Damit lassen sich nicht nur illegale Aktionen rechtfertigen, sondern die zunehmende Verschiebung der roten Linien. Und dazu gehört das Mantra, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Der Satz ist leider allgemeingut geworden und fördert die Duldungsstarre der Bürger.
so plausibel, so unverschämt. Oder wie es jetzt im Wahlkampf, ich glaube von den Piraten heißt, wenn ich nichts zu verbergen habe, warum wollte es wissen? Der Schriftsteller Ilja Trojanow sagte neulich in der Neuen Zürcher Zeitung dazu: Heute gehen die informationssaugenden Behörden nicht mehr von einem verdächtigen Individuum aus, dessen Verhalten und Kommunikation zu überwachen ist, sondern von einer verdächtigen Gesellschaft, die als Ganze durchleuchtet werden muss, um die gefährlichen, auffälligen, kritischen und renitenten herauszufischen. Seit Snowdens Enthüllungen treibt mich ein Bedürfnis, um den Zustand unserer Demokratie zu reflektieren, und zwar jenseits von Wahlterminen. Ich weiß nicht, ob hierzulande auch ein tiefer Staat entsteht, dessen Ingredienzen wären ja Verselbstständigungsprozesse in den Apparaten, überholte Control-Tools des Parlaments, unaufmerksame Medien, begleitet vom ungeheuren Potenzial des Data Mining. Ich weiß auch nicht, ob ich die Sammelei der Dienste oder die der Konzerne wie Apple, Google und Co. mehr fürchten sollte. Ich ahne nur, dass die Kluft zwischen Staat und Gesellschaft tiefer wird als die zur Zeit des Kalten Krieges, der vordigitalen Zeit. Damals existierte ein gewisser Konsens in den westlichen Demokratien über das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit. Immer wieder wurde dieser Konsens ja auch geprüft. Sie erinnern sich, Volkszählung, großer Lauschangriff, Rasterfahndung, Vorratsdatenspeicherung, gleich Überwachungsstaat, gleich Nein, danke. Und wütende Bürger gingen zu Zehntausenden auf die Straße. Und heute? Das Netz ist Überwachung. Punkt. Es loggt geradezu, es verführt geradezu mit dauerhafter Überwachung der Konsumenten und Kommunikationswilligen. Das Netz verleiht mir sogar eine ziemlich detaillierte Identität. Ich klicke, also bin ich. Ich bin längst berechenbar, qualifizierbar. Und das, was über mich gespeichert und gelesen wird, ist genauso wirklich wie mein analoges Ich. Und dann ist es schon schwer, eine besondere Sensibilität gegenüber staatlichen Datenkraken zu entwickeln, wenn man sich mit dem Like-Button durchs Leben klickt. Nur weil das Unwissen der Bürger in Sachen Datensicherheit weiterhin groß ist, kann die Politik ins Vage und Ungefähre abtauchen. 500 Millionen in Deutschland gesammelte Daten in einem Monat oder doch von Deutschland im Ausland ausgespäht oder überhaupt ist das alles auswertbar. Längst bekannter Usus bzw. Neuland, bla bla bla. Wohlklingendes Behaupten, selbstverständliches Betonen, so fasst es der Blogger Sascha Lobo zusammen, und so lullt man kostenfrei das Misstrauen von uns Bürgern ein, bevor es überhaupt wach wird. Die Reaktionen auf Snowdens Enthüllung hierzulande waren zum Teil erschreckend, zum Teil lächerlich. Während in den USA Senatoren sagen durften, Snowden möge zurückkommen, ihm drohe nicht Todesstrafe oder Folter, verniedlichte unsere politische Kaste das Geschehen zum Wahlkampfthema oder erklärte die Debatte für beendet. Dabei schreite es nach Konkretisierung. Braucht der Datenschutzbeauftragte mehr Handlungsspielraum oder das Kontrollgremium des Parlaments? Ist der BND jetzt völlig entfesselt und ich, die normale Verbraucherin, muss ich jetzt auf Krypto-Partys gehen? Muss ich meine Privatsphäre kaufen, weil mein Land meine Privatsphäre nicht schützen kann? Das fühlt sich an wie Kapitulation. Edward Snowdens Tat sollte ein Weckruf für uns alle sein. Wie wollen wir es halten mit dem Verhältnis von Sicherheit und Freiheit? Was ist Staatsaufgabe? Was muss Zivilgesellschaft verlangen? Ein Staat hat das Recht, seine Interessen zu schützen, ja. Aber Bürger haben nicht die Pflicht, staatstragend zu sein. Und Edward Snowden hat in meinem Wertesystem staatsbürgerlich gehandelt. Die USA haben ihn dafür ironischerweise den Pass, den Nachweis der staatsbürgerlichen Existenz
entzogen. Ich habe versucht, mich in Edward Snowden hineinzuversetzen. Es heißt, er habe sich in dem Augenblick zu seiner Tat entschieden, als seine Vorgesetzten die Öffentlichkeit über den Umfang der Datensammlungen belogen. Ja, es macht ja auch fassungslos, dass James Clapper, der Chef sämtlicher US-Geheimdienste, noch im Amt sein darf, obwohl er nachweislich im März Kongressmitglieder über die NSA-Spähprogramme anlog und dann nach Snowdens Enthüllung die absurde Formulierung fand, seine Lüge sei die, Zitat, am wenigsten unwahre Antwort gewesen. Das ist Winston Smith im Neusprechrausch. Lesen Sie mal 1984 nochmal. Vertuschen, verdrehen und die Öffentlichkeit für bodenlos dumm oder vergesslich zu halten. Manche Menschen haben eben Reflexe gegen solche Manöver, ihren gesunden Menschenverstand und ihr moralisches Kapital. Wie ist wohl dieser Moment, wenn ein Whistleblower auf Send drückt, wenn die Entscheidung fällt? Oder vor ihm oder vor anderen das rote Licht einer Kamera angeht? Oder wenn der Umschlag in den Briefkasten rutscht? Die Minute Null. Muss man sich sie als Katharsis vorstellen? Endlich sind das Abwägen, das Grübeln, das Zweifeln zu Ende? Oder als starkes Herzklopfen? Snowden setzte nicht nur einen Scoop in die Welt, sondern seine Existenz aufs Spiel. Die Minute Null. Klar ist nur, von nun an ist nichts mehr wie vorher. Isolation, Mobbing drohen, psychischer und physischer Druck, Jobverlust, Existenzverlust, Gefängnis, Verachtung. Studien belegen, dass 90% aller Whistleblower zuerst intern auf Missstände hinweisen wollen und dann erst an die Öffentlichkeit gehen. Aber was ist, wenn die Behörde, die Firma, die Institution selbst Missstände zum Prinzip oder zum Geschäftsmodell gemacht haben? Und Anerkennung, Schutzangebote oder Dank sind nie der erste Reflex der aufgeschreckten Öffentlichkeit. Nein, Davids Kampf gegen Goliath ist wirklich eine Schulhofrauferei im Vergleich zur Minute Null eines Whistleblowers. Edward Snowden hat Transparenz erzwungen, wo keine war. Er hat gezeigt, wo Wanzen stecken und Freiheit verschwindet. Und das klingt nach Glanz und Gloria, aber man muss ihn und andere gar nicht heroisieren. Mir reicht es schon, ihr Engagement für die Wahrheit zu respektieren oder celebrate, feiern. Und vergessen wir bitte nicht Bradley Manning, der Welt die Killer-Videos offenbarte. Aufnahmen von gezielten Schüssen aus US-Kampfhubschraubern auf Zivilisten in Bagdad, das konnte er mit seinem eigenen Patriotismus nicht in Einklang bringen. 12 Tote, darunter 2 Kollegen von Reuters. Mannings Leben ist zerstört. Die Schützen sind meines Wissens noch nicht einmal angeklagt. Oder John Kiriakou, der ehemalige CIA-Agent, der die Folter durch Waterboarding bekannt machte. Er sitzt, die Folterer nicht. Whistleblower wie Snowden oder Manning schauen hin, wo es dunkel ist und wo es stinkt. Uns nützt der Blick, sie zahlen den Preis. Beschämend, dass die Zivilgesellschaft keinen festen Schutz bieten kann. Nicht in den USA, nicht in Europa, nicht in Deutschland. Auf den Bühnen der veröffentlichten Meinung wurden ja gerne in den letzten Wochen das Drama Whistleblower, Held oder Verräter aufgeführt. Ein plumper Gegensatz in meiner Sicht. Ja, Edward Snowden hat einen massiven Regelverstoß begangen, mindestens, indem er die Geheimhaltungsklauseln seines Arbeitsvertrages verletzt hat. Aber er hat sein Wissen nicht teuer verkauft. Er hat seiner Tat seinen Namen gegeben, er hat sich sichtbar gemacht und mir gefällt der Begriff ethischer Dissident da sehr, lieber Herr Deiseroth. In der Jurybegründung heißt es unter anderem in schöner Sachlichkeit, Snowden hat die massenhafte und verdachtsunabhängige Ausforschung und Speicherung von E-Mails, IP-Adressen sowie von Telefonen und anderen Kommunikationsdaten durch US und andere westliche Geheimdienste öffentlich gemacht. Seine Enthüllungen machen möglich,
und unausweichlich die Fakten und Beweislage durch Regierungen, Parlamente, Gerichte und die kritische Öffentlichkeit intensiv zu klären. The public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong. So erklärte sich Snowden im Interview mit dem Guardian, die Öffentlichkeit muss entscheiden. Und der große Gegner erschreckte ihn nicht, die Weltmacht USA. Edward Snowden setzte auf eine andere Weltmacht, die öffentliche Meinung. Das ist Verrat aus Treue zur Demokratie. Aus streng geheim möge streng öffentlich werden. Und so müssen wir hier den Fall Snowden ja auch anders diskutieren als etwa eine Regierung, eben als Staatsbürger, nicht als Staatsträger, im Kontext unserer Freiheitsrechte, unseres Wertefundaments, unserer demokratischen Bedürfnisse nach Transparenz und Rechenschaftspflicht. Whistleblower. Von ihnen bekommt die Zivilgesellschaft Impulse, das Falsche, das Ungerechte korrigieren zu können. Wir haben was davon, insbesondere wir Journalisten. Viele Enthüllungen in der Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft fangen ja bei einem Informanten an, der interner weitergibt, weil er oder weil sie überzeugt ist, dass das Recht der Öffentlichkeit, von Missständen zu erfahren, größer ist als seine Pflicht, Betriebsgeheimnisse zu wahren. Sie wissen es selber, Interessenspolitik, Fehlleistungen, Gesetzesverstöße und Korruption werden ja nie freiwillig zugegeben, sondern meist von Überzeugungstätern mühselig ausgebuddelt. Hat je ein Geheimdienst freiwillig zugegeben, dass er sich millionenfach und weltweit über verbriefte Grundrechte hinwegsetzt? Haben je Machthaber Machtmissbrauch eingeräumt? Hat je eine Firma einfach so offenbart, ja, dass sie die Umwelt vergiftet oder Mitarbeiter um Löhne geprellt hat? Oder ein Pflegeheim die kriminelle Vernachlässigung alter, hilfloser Menschen? Darum müssen Whistleblower gesetzlich geschützt werden. Und ihre Partner in den Medien müssen sich darauf verlassen können, dass der Informanten- und Quellenschutz nicht ausgehöhlt wird. Edward Snowden könnte den investigativen Journalismus auch hierzulande beleben, unabhängig berichten, einer kritischen Öffentlichkeit dienen und keine Angst vor großen Gegnern. Diese eigentlich selbstverständliche Grundhaltung von Journalisten erhält jedes Mal frischen Sauerstoff, wenn interne Hinweisgeber uns kontaktieren. Glauben Sie mir, die Stimmung, das Adrenalin steigt, wenn das Dokument vor einem liegt. Whistleblower helfen Journalisten bei einer ganz wesentlichen Aufgabe, die dunkle Seite der Macht auszuleuchten. Warum steht denn auf so vielen Dokumenten, Studien, Gesetzentwürfen und Depeschen Top Secret? Wohl doch auch, um Entscheidungsträger vor unangenehmen Fragen zu schützen. Investigativer Journalismus ist im besten Sinne anti-autoritär. Unsere Verantwortung läuft nicht darauf hinaus, Mächtige zu schonen. Die Zusammenarbeit zwischen Journalisten und Whistleblowern organisiert Transparenz und hilft, gute Fragen zu stellen. Toleriert eine Regierung Folteraktionen? Werden aus wirtschaftlichen Interessen Menschenrechte geopfert? Schaut man bei Korruption und Repression weg, weil es gerade mal der Verbündete ist? Welche PR-Arbeit wird betrieben, um uns, sagen wir mal, von einem Kriegseinsatz zu überzeugen? Das Recht einer Regierung auf Geheimhaltung ist in meiner Sicht nicht größer als das Recht der Öffentlichkeit auf Information und Aufklärung. Edward Snowden ist der erste politische Asylbewerber des digitalen Zeitalters. Er lebt jetzt, wie absurd, in Russland. Das FBI hat am 14. Juni Strafanzeige gegen ihn erstattet. Ihm wird bisher Diebstahl von Regierungseigentum, widerrechtliche Weitergabe geheimer Informationen sowie Spionage vorgeworfen. Dafür kann er 30 Jahre ins Gefängnis kommen. Seine Freiheit, seine bürgerliche Existenz zu sichern, hat Europa, hat Deutschland ausgerechnet ans Regime Putin delegiert. Bei uns wird es keinen Platz für einen transnationalen Störenfried geben. Da sei die ängstliche Interpretation des Asylrechts vor.
Wenn man freilich der Politik hierzulande glaubt, ist alles inzwischen prima geregelt. Irgendwann kommt das No-Spy-Abkommen zwischen den USA und Deutschland zustande und Präsident Barack Obama hat doch einen 4-Punkte-Plan für mehr Transparenz bei den Diensten versprochen. Na also, alle benehmen sich gut, das Publikum möge sich beruhigen, Game over. Zeitgleich aber gibt der verschlüsselte E-Mail-Dienst von Snowden lieber auf, als sich dem Druck von, Sie wissen schon, zu beugen. Und David Miranda, der Lebensgefährte von Glenn Greenwald, wird im Transitbereich des Flughafens Heathrow knapp 9 Stunden lang festgesetzt, seine Geräte beschlagnahmt. Der Guardian steht unter Druck. Festplatten werden unter Aufsicht zerstört. You have had your fun. Meine Damen und Herren, wer hat das Sagen im digitalen Zeitalter? Allen Realpolitikern, Zynikern und Hasenherzigen zum Trotz, verbriefte Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit verknöchern nie. Konsum und Überwachung dürfen nicht ihren Platz einnehmen. Transparenz schaffen für das Wohl aller, für das Wissen aller, für den Fortschritt aller. Das wäre ein schönerer Ehrgeiz, als unsere Informationsflüsse einfach Konzernen und Geheimdiensten zu überlassen. Und wir stehen jetzt am Scheideweg. Und ich ende jetzt mit meinem Lieblingszitat von Joseph Pulitzer, als hätte der Edward Snowden gekannt. Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick, keinen Schwindel, kein Laster, das nicht von Geheimhaltung lebt. Bringt diese Heimlichkeiten ans Tageslicht, beschreibt sie, macht sie vor allen Augen lächerlich. Und früher oder später wird die öffentliche Meinung sie hinwegfegen. Bekannt machen allein genügt nicht, aber es ist das einzige Mittel, ohne das alle anderen versagen.